Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Multiplayer-Ausgabe hier in Forza Horizon 3 und wir spielen heute wieder eine Runde Wheelspin. Ja, ein Format, was in der letzten Zeit sehr beliebt wurde. Ich würde schon fast behaupten, eines der beliebtesten Multiplayer-Formate mittlerweile und deswegen, ja, gibt es jetzt auch wieder eine Ausgabe, selbstverständlich. Und wir spielen nach den alten, bekannten Regeln, das heißt, wir drehen dreimal am Rad. Dann wird getuned, aufgebaut und am Schluss wird so ein bisschen Schwanzvergleich betrieben, beziehungsweise der Zufallsgenerator sagt, in was für einer Kategorie wir diesen Vergleich betreiben. Heute wieder volles Haus mit dabei, der Arkeus, der Forsakat, Handsome Hooper, der Googie, der auch aufnimmt, Link in der Videobeschreibung für seine Sicht. Der Jensemann ist mit dabei, der Krasshoch 3, Moritz ist dabei, wobei ich glaube gar nicht Moritz spielt, ja, sein Bruder spielt nämlich. ja, Mr. Timmy am Start, ProGames, Hutschuk und Scarface. Grüßt euch alle. Gute. Hallo. Servus, Freunde. So, dann würde ich mal sagen, ja, die Fahrzeuge, die wir hier sehen, die sehen zwar alle geil aus, aber ja, wie ihr wisst, die sind schon am Anfang präsentiert und ja, gleich wird sich das ändern. Dann würde ich sagen, alle gehen einfach schon mal am besten auf, ja, auf den Wheelspin-Tab und ja, bei mir dreht sogar schon direkt los. Ups, ein bisschen zu schnell. Ja, egal, ihr könnt schon mal anfangen, dreimal drehen. Regeln gilt wie immer, wenn man 2000 oder 5000 zieht, die zählen nicht, die sind nichtig, dann darf man nochmal drehen. VIP, falls noch jemand VIP hat, wie ich zum Beispiel, der Bonus zählt nicht, dann muss man einfach wieder runterrechnen. Das sollte eigentlich kein Problem sein. So, dann drehen wir einfach nochmal. Oh. Das ist ein Scherz. Wow. Oh mein Gott, was ist das? Oh Gott. Oh, das ist ein Scherz. Schön. Hat da einer den Reliant gewonnen oder was? Oh nee. Oh nee, Alter. Ray, ich will nie wieder, wirklich nie wieder von dir hören. Rest in peace. Ich hab ein schweres Auto. Nie wieder. Was? Warum hast du 310.000 gezogen, oder was? Schlimmer. Schlimmer geht doch gar nicht. Oh mein Gott. Doch. Alter Scheiße, Mann. Ja, es gilt nach wie vor die alte Regel oder die Regel, die wir letztes Mal eingeführt haben, die hat zwar auf zum Teil auf Kritik gestoßen, da werde ich aber gleich vielleicht nochmal was dazu sagen. Wir werden die Fahrzeuge der letzten Ausgaben sind gesperrt, das heißt, die dürfen wir nicht nochmal verwenden. Genau, dass ihr da einfach schon mal Bescheid wisst. Ja, also ich habe glaube ich noch nicht. Ja, okay. Dann rechne ich mal ganz kurz zusammen. Okay, alles klar. Scheiße, Mann, das habe ich auf der Liste. Und ja. Haben alle schon gezogen? Jo. Ja. Jo. Ja. 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 Gut, dann würde ich euch jetzt einfach mal bitten, irgendeine Automesse auszusuchen. Also es muss jetzt nicht die hier im Outback sein. Ich nutze zum Beispiel jetzt auch eine. Ich nehme die bei Yara Valley, glaube ich. Und dann könnt ihr da reingehen. Und dann werden wir einfach alle parallel uns vorbereiten. Einfach für die Chancengleichheit. Einfach die Leute, die das Fahrzeug schon haben, die gehen einfach auf meine Autos und hovern drüber. Also noch nicht auswählen, einfach noch drüber hovern. Und die Leute, die definitiv ein Fahrzeug kaufen müssen, die gehen einfach bei Auto kaufen und gehen einfach da mal hovern, da einfach mal drüber. Und dann, ja, schauen wir mal. Darf ich den schon? Nein, du darfst nicht. Neu. So, du darfst ja schon mal sortieren und alles, aber halt eben noch nicht auswählen oder kaufen oder gucken, sonst was. Gucken, welches Auto teurer ist. Gucken auch nicht, du kannst sortieren oder sonst was, aber noch ich hab hier zwei Autos auswählen. Gezogen. Achso, ja, dann darfst du drüber hovern, aber halt mehr halt nicht, sozusagen. Ich hab auch zwei Autos, oh. So, okay. Ja, sind alle bereit? Ja. Dann würde ich sagen, beginnt der Countdown mit 15 Minuten und zwar ab jetzt. So, ich bin wieder extra im Channel, ja, wieder euch alleine gelassen. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass einer rausgeflogen ist. Dem schreibe ich jetzt mal, der soll einfach offscreen tunen. Und dass er später reinscheuen soll. Ja, 100.000 habe ich in der Summe. Einmal 10, einmal 15, macht 25, plus 75, macht 100.000. Das sollte eigentlich passen. Und ja, jetzt gucken wir mal. 100.000, was wir da machen können. Wir haben natürlich eine Liste, wie gesagt, an allen Fahrzeugen, die wir schon mal hatten. Wie gerade erwähnt, das ist ein bisschen auf Kritik gestoßen bei euch. Manche finden das nicht so cool. Wir machen das jetzt noch einmal so wie das letzte Mal. Und dann können wir mal gucken, ob wir sagen, okay, die Autos, die man zieht, die sind von dieser Liste befreit. Nur die Autos, die man kaufen kann, sind hier nicht mit dabei und bla und blub und bla. Also ja, da gucken wir jetzt einfach mal. So, ich gucke jetzt einfach mal von
würde ich sagen, von 75.000 ab einfach, was wir da so haben. Und dann, ja, was da vielleicht Sinn macht, was einen guten Wert hat. Ja, der Trailcat wäre geil, oder? Der ist schon relativ stark aufgebaut, aber jetzt gucken wir einfach mal. Shelby hatten wir schon mal, aber auch nicht schlecht. Wir gucken jetzt einfach mal, was da wirklich so auch vom Leistungsindex Sinn macht. Tesla, okay. Lotus 211, auch nicht schlecht. Jetzt gucken wir einfach mal durch, was wir denn so haben. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall die Qual der Wahl, was zu kaufen. Und da müssen wir dann auch gleich abchecken, ob wir das Fahrzeug überhaupt verwenden können. Jetzt wird es hier ein bisschen billiger. Also, das ist richtig. Zettel 1 wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Aber ich glaube, Zettel 1 gab es schon, oder? Gerade mal gucken. Ne, Chevrolet Camaro haben wir tatsächlich noch nicht. Ja, der wäre jetzt, oder? Doch, Chevy Camaro 2017. Doch, das ist die Scheiße. Das muss ich hier mal auf. Ja, doch, passt. Okay, nee, den darf man nicht verwenden. Der wäre nämlich hier vom Leistungsindex richtig stark unterwegs im Verhältnis zum Preis. Aber scheint wohl nicht zu klappen. Dann gehen wir mal weiter, was wir sonst noch so im Angebot haben. Okay, Hot Wheels Ford Mustang. Der wäre auch richtig stark für den Preis, aber ich glaube, den, ja, eigentlich cool wäre er irgendwie schon. Irgendwie hätte er was, aber ich weiß nicht, ob man da groß was tunen kann bei dem. So. Ja, wir könnten natürlich auch einen Supersport nehmen. Da hätten wir auf jeden Fall nochmal deutlich was über. Da können wir fast einen Vollaufbau machen. Evora, okay. Das ist jetzt die Qual der Wahl. Man kann halt noch beeinberechnen, eher ein billigeres Fahrzeug nehmen, dann Vollaufbau. Ob man dann halt mehr rausholt, das ist halt die Frage. Ich glaube, hier hinten raus werden wir jetzt nicht mehr so fündig werden. Also das ist jetzt, gucken wir vielleicht mal bei Nähe 100.000. Was haben wir denn da so krasses unterwegs? Ob da irgendwie vielleicht noch was versteckt ist, wo ich sagen würde, jawohl, das killt alles. Ja, das ist ein bisschen zu teuer hier. Der ist eh raus. Ja, ich würde schon so ein Fahrzeug um die 50.000 eigentlich gerne nehmen, muss ich sagen. Da kann man richtig viel reinholzen. Also ich glaube fast ohne Flachs. Ich weiß, einige finden den vielleicht jetzt nicht so geil, den Hot Wheels. Aber ich finde es eigentlich, ist eigentlich ganz cool. Also ich glaube, den hatten wir noch nicht, den Hot Wheels. Ist ja schon grundlegend so ein leicht aufgebautes Fahrzeug. Aber warum nicht? Ja, dann ist er eh weg, er wird hier eh gesperrt in der Liste. Warum eigentlich also nicht den hier verwenden? Ich weiß auch gar nicht, ob man den groß aufbauen kann. Ich kaufe den jetzt einfach mal. Dann gucken wir mal, ob der Sinn macht. Ist ja ein Mustang. Den gibt's ja auch wirklich. Der ist ja nur nach Hot Wheels quasi so nachgebaut worden. Also von dem her ist ja alles legitim. Dann schauen wir jetzt aber mal, ob der was taugt. Wenn nicht, dann halt nicht, ne? Ich weiß nämlich nicht, ob man da groß was aufbauen kann. Das weiß ich nicht, weil da ist doch schon relativ viel eingebaut. Deswegen gucken wir da jetzt einfach mal kurz rein. Wir haben jetzt noch knapp 9 Minuten. Zeit reicht noch locker, um was aufzubauen. Jetzt gucken wir gerade mal, ob man da. Da kann man nicht viel machen, sehe ich gerade. Am Motor kann man viel machen. Aber hier wird es dann schon ein bisschen enger. Ich weiß nicht, komplett umbauten. Da kann man aber auch einiges machen. Wir können da auf einen 6,5 Liter V12 wechseln. Aber das Problem ist, der kostet 45.000. Das ist ein bisschen zu teuer. Das heißt, wir müssen beim Standard-Auto bleiben. Ich baue einfach mal ein, gucken wir mal, ob das sich lohnt. Hier können wir noch einen Twin-Turbo draufklatschen. 50.000 hätten wir zur Verfügung. Ups. Upsala. Da wollte ich eigentlich gar nicht rein. Ich wollte eigentlich hier hin. Können wir hier richtig schön breite Reifen machen. So. Felgen lasse ich mal. Die sind eigentlich ganz cool. Genau, dann könnten wir auf jeden Fall das da mal noch dazu klatschen. Aber ich glaube, da kommen wir schon ganz gut hin mit dem Teil. Auch noch ein schönes Design drauf und dann passt das. Ja. Ich weiß, einige von euch werden mich jetzt garantiert verteufeln. Wie kannst du nur ein Hot Wheels Fahrzeug nehmen? Aber hey, ist auch im Spiel drin. Und wie gesagt, jetzt bin ich halt mal der Buhmann. Ich hatte genug Lospech. Jetzt nehmen wir mal, da kann ich jetzt auch mal so ein Fahrzeug einfach schon mal nehmen. Gucken wir mal, vom Erz müssten wir eigentlich noch ganz gut hinkommen. Vielleicht wird der ein oder andere dasselbe Spiel spielen. Gucken wir mal, auf wie viel Leistung wir kommen. Das Fahrzeug wird bestimmt unfahrbar sein. Wir haben auf jeden Fall deutlich an Leistung. 776 kW. Ich rechne das euch gerade mal schnell um, wie viel Leistung das dann eigentlich ist. Gucken wir gerade mal. 776, das sind 1055 PS. Okay, also es gibt schon krassere Fahrzeuge, muss man sagen, wie der hier. Aber ob man jetzt halt für das Geld, weil wir kommen ziemlich genau hin. Wir haben ein bisschen noch Geld über.
Aber ich würde sagen, das passt soweit. Deswegen, ja, machen wir das jetzt einfach mal. Das wird schon irgendwie passen. Wir werden ziemlich schwer, ne, durch ein Allrad halt, ne. Aber, ja, geil, machen wir jetzt einfach mal. Und dann, ja, gucken wir einfach mal, wie sich das so fährt. Ich bin mal wirklich gespannt, was das Ding taugt. Bin auch mal gespannt. Ich glaube, irgendjemand anders wird das auch nehmen, weil das ist eigentlich ein super Angebot. 50.000, man hat schon 900er Leistungsindex. Gut, man kann natürlich nicht so viel mehr nach oben prügeln, aber ich finde es nicht schlecht. So, jetzt suchen wir uns noch ein schönes Design raus für den hier. So bestimmt ein cooles. Natürlich die zweifarbigen. Doch, hier passen die zweifarbigen Felgen noch. Sieht auch relativ cool aus sogar. Monster Design. Gut, das haben wir die letzten Male, glaube ich, schon ein paar Mal gesehen hier auf dem Kanal. Das sieht auch geil aus, muss ich sagen. Das ist Falken, so ein Army-Falken-Design, so ein bisschen. Das ist auch cool. Da gibt es schon ein paar coole Designs. Also, das ist auch geil. Das ist quasi dasselbe, nur halt mit Farbe. Ja, im Vergleich zu dem hier. Vom selben Ersteller. Ja, ist vom selben Ersteller. Das ist die Frage. Sollen wir den nehmen mit den verschiedenen. Da gab es auch nochmal einen mit verschiedenen Felgen hier, Farben. Das ist, also entweder würde ich den nehmen, der ist, finde ich, ganz badassig, oder den hier finde ich eigentlich auch recht geil, muss ich sagen. Aber, oder wir nehmen das normale Falken, ist eigentlich auch cool. Ich weiß es nicht, ich bin überfragt. Am Design scheitert es jetzt. Es hat schon was, ne? Komm, wir nehmen das jetzt einfach. Ich finde es cool. So ein bisschen. So ein Army-Look mit Falkendesign gepaart. Bisschen farblos, aber hey, ist ein Understatement, da fällt es nicht so auf. Gut, dann gucken wir mal, wie sich das Fahrzeug so fahren lässt. Im Hot Wheels-Bereich ist es eher so, oder die Hot Wheels-Fahrzeuge sind ja eher so lala zu fahren in der Regel. Jetzt mit dem Umbau geht aber vielleicht was. Mal gucken. Wir fahren jetzt einfach mal raus. Wir haben jetzt noch knapp 7 Minuten. Und dann gucken wir einfach mal, da stellen wir einfach mal ein bisschen ein. Und ich gucke jetzt nochmal in der Liste, ob das Hot Wheels-Fahrzeug tatsächlich nicht da drin ist. Naja, aber wir hatten es, glaube ich, bis jetzt echt noch nicht. Dem her passt es. Und es ist ja kein Gratis-Fahrzeug. Ja. Gratis-Fahrzeuge sind ja gesperrt, das habe ich den anderen noch gar nicht gesagt. Aber ich glaube, das weiß jeder. Hoffe ich doch mal, dass es nicht erlaubt ist. Weil wir haben wieder einige neue Stimmen mit dabei. Und ja, finde ich auch cool, dass immer wieder mal neue Leute mit dabei sind. Und der Klang ist halt Hammer. Oder allein für den Klang hat es... Also mal gucken, wie das Ding sich so fährt, und dann stellen wir vielleicht noch ein bisschen ein. Fahren wir mal so in Richtung unserer Teststrecke. Das klingt, oder? Warum allein für diesen Klang müsst ihr mir doch verzeihen, dass ich jetzt eine Hot Wheels-Karre genommen habe. Aber wie gesagt, ist ja jetzt kein fiktionales Fahrzeug, sondern das Fahrzeug wurde ja wirklich aufgebaut. So, und der Getriebe ist schon mal für den Arsch. Ich fahre mal ein bisschen in die Pampa, dass keiner schon mal im Vorfeld prediktet, was ich hier fahre. Deswegen machen wir mal ganz kurz hier Tunen. Dann müssen wir auch das Getriebe einstellen. Übersetzung. Ja, da machen wir auf jeden Fall mal ein bisschen mehr Richtung Geschwindigkeit. Beschleunigen passt, bleibt soweit ganz gut. Guck mal, 400 müsste das Ding doch knacken können, oder? Guck mal, wir werden sogar schneller an der Beschleunigung. Machen wir mal hier ein bisschen länger. Jetzt rollen wir zurück auf die Straße. Shit. Egal. Nee, wir schaffen es tatsächlich nicht, die 400 zu knacken. Dann hoffe ich mal, muss ich darauf hoffen, dass wir Ding haben. So, das lassen wir jetzt hier mal so. Genau, dann machen wir hier ein bisschen weniger. Das lasse ich auch erstmal. Wobei, das können wir so machen. Oh, krass, was ist denn der für eine Stabi-Einstellung? Das ist ja eine heftige Einstellung. Okay, ich lasse es mal so. Wir fahren jetzt erstmal. Dann können wir immer noch einstellen. Hier, den können wir ein bisschen tiefer legen noch. So, ich mache mal so ein Mittelmaß. Das ist dann auch für die Offroad-Rennen, glaube ich, ganz okay. Das ist auch, ja, wir lassen es einfach mal. Wir haben Aerodynamik. Da, das könnte ein bisschen ausbremsen. Ich meine, für die Kurven wäre es schon nicht schlecht in der Klasse, tatsächlich. Oder wollen wir auf maximale Top-Speed-Wert legen? Guck mal, was es bringt. Ja, da kommen wir fast an die 400 jetzt ran. Deswegen würde ich sagen, machen wir so ein Mittelding vielleicht. Weil so ein bisschen Kurvenspeed würde ja nicht schaden eigentlich, aber ich glaube, kriegen wir auch ohnehin. Machen wir so einen Mittelwert. Ja, machen wir so vielleicht, komm. Wir haben ja trotzdem eigentlich. Ach komm, nee, komm, wir machen mal das so vielleicht. Und dann machen wir die Übersetzung, passen wir nochmal kurz an. Vielleicht hier so ein bisschen. Zack, zack.
Hey, wir hatten doch gerade 4,9 bei der Beschleunigung, oder nicht? Bescheuert? Hatten wir nicht von 0 auf 160 in 4,9 Sekunden? Hier hatten wir das doch, oder? Nee, irgendwie verarscht mich das gerade ein bisschen. Hier hatten wir 4,9. So, dann lassen wir das mal so. Und dann gucken wir mal, ob wir das Getriebe ausfahren können. Oder ob das jetzt zu lang hinten raus ist. Aber ich muss mal kurz meine Kopfhörer richten. Ich höre nämlich nur die Hälfte des Spiels. Und das ist nicht so cool. Gerade wenn das Fahrzeug so cool klingt, dann will ich das auch natürlich in voller Kanüle hören. Der blubbert schön, ne? Ich finde auch geil, er hat Discount-Tires drauf, ja. Ein Falkendesign, aber Discount-Tire. Mal gucken gerade beim Start, ob wir da im ersten Gang überhaupt gut wegkommen. Ja, geht ab, würde ich sagen. Passt schon mal. So, wir haben noch 3 Minuten. Deswegen muss ich mich jetzt ein bisschen beeilen. In sonstigen Einstellungen. Wir fahren nämlich gerade aktuell nur ein bisschen geradeaus. Der klingt aber so cool. Ohne Flachs. Gut, eine Überlegung wäre wert gewesen, tatsächlich auf den V10 zu wechseln. Vielleicht hätten wir da noch mehr rausholen können. Aber ja, für den coolen Klang lassen wir es mal so. Auch wenn der V10 schon auch cool klingt, aber. Ja, quält sich schon oben raus ein bisschen, ne? Oh. Das war jetzt nicht die Absicht. Ja, ich würde sagen, das passt schon so. Da wir porten uns gerade mal schnell auf die Autobahn. Das will ich nämlich ganz kurz mal wissen. Wie das Fahrzeug sich so topspeed-technisch verhält. Wir haben noch 2 Minuten. Ich muss mich beeilen. Ich habe immer noch nichts im Fahrwerk eingestellt. Aber ich glaube, das passt schon ganz gut so. Das Fahrzeug ist schon grundlegend ganz gut eingestellt. So, jetzt gucken wir nochmal. Er zieht schon gut durch. 300 haben wir auch gleich. Also wir haben schon Schnelleres gesehen. Auch in dieser License-Index-Klasse, aber. So, jetzt sind wir im 6. Gang. Ja, der 6. Gang ist ein bisschen arg lang übersetzt, glaube ich. Aber es passt schon. Aber ja, falls ein Topspeed-Test kommt, sind wir, glaube ich, nicht so schlecht aufgestellt. Das passt schon. Also lassen wir mal ganz kurz porten hier zu unserer Teststrecke rüber. Oder in die Nähe davon. Und dann fahren wir da mal ganz kurz. 1 Minute haben wir noch. Und dann gucke ich ganz kurz mal, wie das sonst so eingestellt ist. Vielleicht nochmal am Differential ein bisschen was umstellen oder so. Da gucken wir jetzt einfach mal. Der Regen hilft natürlich jetzt zum Einstellen nicht so wirklich. Ja, schiebt ein bisschen über die Vorderachse das Fahrzeug beim Anbremsen, aber das ist eigentlich fast schon normal. Naja, okay, pass mal auf, wir stellen mal ein bisschen ein paar Sachen um. Nicht mehr viel Zeit, das muss ich mich echt beeilen. Jetzt habe ich echt ein bisschen zu viel Zeit verdrödelt, glaube ich. Wir machen das mal so ein bisschen. Ja, so. Das lassen wir hier, das ist okay. Hier stellen wir das eher mal so ein. So. Ausnahmsweise, weil wir haben Allrad, das heißt, wir können eigentlich schon ruhig ein bisschen mehr so machen. Stabis haben wir es ausgeglichen, das ist okay. Das passt auch, das passt auch. Bremse lasse ich auch erstmal. Diff machen wir hier ein bisschen weniger, hier auch so, und wir können vielleicht ein bisschen mehr in den Heckbereich gehen. Ja, nicht ganz so viel vielleicht. 75%, komm, das machen wir 72%. So, und ja, wir sind drüber von der Zeit, deswegen breche ich jetzt ab. Ja. Aus, 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 das Spiel ist aus, meine lieben Freunde. Alter, oh. Gerade so noch rausgegangen hier. Ja, ich hab leider jetzt irgendwas eingestellt, hab's noch nicht testen können. Das muss jetzt funktionieren. Ich hab doch ein bisschen zu viel Zeit verblembert tatsächlich. Naja, aber so jetzt.
Ja, ich würde sagen, wir treffen uns einfach auf dem Flugplatz wieder und dann schauen wir uns mal die Kreationen an und dann kann jeder auch noch mal ein bisschen das Blauen, was er gezogen hat. Also ich habe schon gesehen, was Andi gezogen hat. Ja, bitte verraten wir noch nichts. Ich will Rays Reaktion sehen. Meine Reaktion ist bestimmt Bombe. Meine Reaktion musst du dir im Video ansehen. Also ich hatte einen Lachflash. Der Reagan-Bogen ist auch am Start. Guck, ich glaube, das mich alles wird weggeschmissen, oder? Ich hatte so einen Lachkrampf, ich glaube, ich habe mich angehört wie ein kleines Mädchen beim Lachen. Ja, aber pass mal auf. Ja, gut, wow, ich sehe gleich noch was dazu. Ich brauchte ja erstmal eine Zeit zum Realisieren, welches Auto das war. Ja, du hast mich ja voll weggeschoben, ich bin gerade drüber schneller gefahren. Das kann sich keiner mit euch mit mir anlegen. Leute, passt auf, geht vom Netz. Warte, Ray ist noch nicht da. Stopp, ich stehe da, ein Ferrari, welcher ist das? Ich bin da. Und Ray ist schon da. Andi, kannst du nicht kommen. Larsen, warum hast du jetzt du hast tatsächlich die Zeta gezogen. Andi, stell dich neben mich, komm. Ist sie wirklich im Wheelspin dabei? Ja. Als ob, das wusste ich nicht mal, ist ja geil. Ja, aber Hintergrundgeschichte kommt noch. Ja. Ich auch noch bessig. Sehr geil, wahrscheinlich noch den Nobel gezogen oder so. Ja, Hammer, ey. Okay, krass. Okay, also das sind... Ist jeder da jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 12. Einer fehlt noch. Ja, ich bin gleich da. Ja, einmal auf dem Flugplatz, bitte. Wie die Alte da drin hockt im Setter, ey. Ja, die hockt halt echt so drin. Ich meine, halt ernst, Leute, ich war gerade mit Pinky Setter mit dem Batman-Symbol. Allein das Batman-Symbol, ja, das bringt ja schon mal so viel Sympathiepunkte. Hallo, das ist ein Dass die Setter schon genug bringt, aber... Das stimmt wirklich nicht, Setter, das gibt's da gar nicht. So, ich glaube, wir müssen eine weite Kategorie im Zufallsgenerator reinmachen. Isetta Ball, ja? ja, Leute, tschüss. In der Wheelspin Sonderedition. Ich geh dann mal. Naja, bleib du jetzt mal stehen, bitte. Auch. Das Geilste ist halt Anja noch Serienmotor drin. Das spielen wir heute auf jeden Fall infiziert. So, ja. Bist du da? Okay, gut, dann stellt euch mal alle auf und dann gehen wir wieder die Reihe nach, die Leute einfach mal. Duhuisch. So, au. Alles klar. So, der Hashtag Murks. Ja, der Moritz, dann fang doch mal an. Was hast du gezogen? Was hast du draus gemacht? So ganz grob, ganz schnell, dass die Zuschauer wissen, was bei dir so abging. Also ich habe den RX-8er gezogen, dann habe ich 7000 Credits gezogen und so einen Lexus, so einen alten, so einen L300er, glaube ich, hat der dann gehasen. Und dann habe ich 19.500 Euro gehabt und dann habe ich so ein bisschen, was man braucht, weil der Reifen, gute Reifenmischung. Okay, das ist halt auf jeden Fall ein richtiger Scheißzug, muss ich sagen. Geht natürlich nicht viel. Okay, da bin ich ja heute echt noch gut weggekommen, aber das ist echt hart. Aber ich glaube, es hat einige andere auch schwer erwischt. So, ja, dann kommen wir zu Sucuk. Der hat natürlich ein sehr aggressives Design, aber was hat er denn so gezogen? Also, ich habe 35.000 gezogen, dann 30 und dann 20.000. Und dann habe ich daraus nahezu einen Vollaufbau gebaut. Also 85.000, wenn ich jetzt ganz grob mitgerechnet habe. Genau. In der Summe, alles klar. Dann der Jensemann mit dem Lotus. Ja, der erste Spin waren 10, der zweite 25. Der dritte war dann der Lotus Evora S. ja, umgebaut habe ich dann auch Allrad, ein Single-Turbo rein. Die Reifen auf jeden Fall geändert und ein bisschen Gewicht reduziert. Okay. Gut, dann haben wir den Forza Cut mit dem Aston Martin Vantage V8, wenn ich das richtig sehe. Ja, der erste Spin waren 5.000, dann habe ich nochmal gedreht, das waren dann 30.000. Dann nochmal gedreht, 15.000 und dann habe ich im dritten Spin diesen wunderschönen Aston Martin V8 Vantage gekriegt. Ja, aber ja, 45.000 so was draus machen, oder? Ist ja auch okay. Geht. So, Handsome Huber hat natürlich das ganze Geld in die Farbe investiert. Hat wahrscheinlich schon Millionen gekostet. Das ist eine witzige Geschichte. Ja, ich habe als erstes 30.000 gezogen und dachte ich mal, hey, läuft doch gar nicht so schlecht. Dann habe ich als nächstes einen Honda S2000 gezogen. Dachte ich mal, ach, ganz gutes Auto, das kann man sicherlich gut aufhören. Nee, ist gesperrtes Auto. Okay, nächster Zug. 7.000, alles klar. Honda für 12.500 vertickt, dann 49.500 gehabt, um sich was zu kaufen. Dann bin ich ins Autohaus gegangen, dann habe ich diesen schönen GMC gesehen. Und dann dachtest du, wenn man da das ganze Geld investiert in die pinke Farbe, dann ist man schon verraten. Lieber auf den ersten Blick. Da war es dann durch. Ja, also ich merke schon, heute hat es einige ein bisschen härter erwischt, auf jeden Fall. Ja, dann, ich glaube, Andi, heben wir uns für den Schluss auf.
Scarface hat auf jeden Fall für ein schönes Reagan-Bogen-Design gereicht. Ja. Ja, ich hatte 50.000, 40.000, dann habe ich 5.000, durfte man ja nochmal, also 20.000 nochmal gezogen, sind 110 zusammen. Dann habe ich den schönen Dart für 22.000 gekauft und ja, der Rest alles rein, was ging. Ja, aber V12, Twin Turbo super ausbauen. Also V6 ist, glaube ich, Maximum hier. Also mehr ging nicht. Ja. Leider. Hätte gern verdoppelt. Dann machen wir mal weiter. Gehen wir zu Mr. Timmy mit dem Ferrari F12 TDF. Müsste es sein, oder? Nein. F12 nicht? Berlinetta. Ah, das ist Berlinetta. Ach, stimmt. TDF okay, ist noch breiter. Also zuerst 50.000, zweites 15.000 und als drittes habe ich den dann gezogen und dann Vollaufbau. Ja, okay. Ich glaube, damit ist bis jetzt schon Standfavorit, glaube ich. Ich war neben seiner Haube stellen. Ja, passt noch gerade dazwischen. So, dann haben wir Pro Game mit seinem abbezahlten Ferrari, denn man weiß, gelbe Ferraris sind abbezahlt, rote nicht. Ja, dann schieß los. Ja, ich habe halt direkt im ersten Spin den F355 Berlinetta gezogen. Dachte ich, ja, okay. Dann kommt der Mazda RX-8 und dann 15.000 gezogen und ich gucke Preis, RX-8 hat ja 27.000 gekostet, also für 13.5 verkauft. Hatte ich 28,5 und habe natürlich auf den Preis von dem Ferrari geguckt und schade, dass er noch nicht in der Liste stand. Das 190.000 kostet der. Ja, klar. Ja, gut, also nicht viel dran ändern können. Ja, und dann halt leicht die zweitbeste Reifenmischung, Fahrwerk. Okay. Bobo. Ja. Und gut, dann haben wir Baustufe. Dann haben wir noch den Googie, für den hat nicht mehr zum Lackierer gereicht. Arme Sau. Ja, bei mir war es so, ich habe als erstes habe ich mir gedacht, so, erste Folge, hoffentlich habe ich Glück. Ja, von wegen Banane, das kenne ich zu gut, mit dem Glück. Denke ich mir so, jawohl, geil, 40.000, fängt ja schon super an. Leider aber bei einem geilen Auto, ich weiß zwar nicht mehr was es ist, aber knapp vorbeigedreht, hilft nichts. Dann zweiter Wheelspin, ja, da sehe ich, da kommen die 100.000, 75.000. Ah, scheiße, das nächste ist so Willis Jeep. Bitte bleib bei 75 stehen. Scheiße, Willis Jeep. Ich hab mir schon gedacht, Alter, abfucken. Dann habe ich nochmal gedreht, dann war es dann wieder so auf der Kippe, geiles Auto, Geld und 7.000. Was drehe ich natürlich? 7.000, scheiße. Was soll's denn sein? Jetzt also ich glaube, heute hat es richtig viel richtig schlecht erwischt, das ist ja echt krass. Außer beim Krasshoch 3, das sieht schon mal richtig böse aus mit der Supra. Wie ist es denn dir ergangen? Ja, also ich hatte heute mal im Gegensatz zum letzten Mal Glück. Beim ersten Mal 50.000 gezogen. Beim zweiten Mal diesen Toyota, diesen wunderschönen. Und beim dritten den Renault Clio, den RS200. Den für die Hälfte verkauft. 64.500 insgesamt übrig. Und ja, ging natürlich ein Vollaufbau, weil ja der Supra schon fast alles drin hatte. Ne? Bin gespannt, wie er heute abschneidet. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, bist du auch schon mal nicht schlecht aufgestellt. Gut, dann gehen wir ganz kurz zu mir. Es hat nicht so geil angefangen. Erstmal nur 10.000 gezogen, dann 15.000. Das dachte ich schon scheiße. Ja, und dann kam zum Glück noch ein 75.000er los. Haben damit genau 100.000 gehabt. Dann habe ich so ein bisschen geguckt und dann bin ich so auf ein ganz tolles Custom-Fahrzeug gestolpert, nämlich den Mustang Hot Wheels Edition. Der kostet nämlich nur 50.000, da dachte ich, ja, den Schnapper nehme ich jetzt mal mit. Ich weiß, es könnte jetzt beim einen oder anderen Zuschauer nicht so geil ankommen, weil das ja quasi schon grundlegend aufgebaut ist, aber da kann ich ja nichts dafür, dass der so billig ist, dass die Hot Wheels Tuner damals, ich weiß gar nicht, wer es genau nochmal gebaut hat, aber das Fahrzeug gibt's wirklich. Also ich betone es nochmal, das Fahrzeug wurde wirklich so gebaut, das ist nicht aber irgendwie fake oder so, dass das tatsächlich so billig ist vom Wert. Kann ich mir ja zwar nicht vorstellen mit 50.000, normalerweise kostet es bestimmt 100 oder 150.000, in dem Fall nicht. Das heißt, ich hatte noch 50.000 über. Man hätte ein V10 oder V12 einbauen können, aber dann wäre ich mit 50.000 schon relativ schnell am Ende gewesen. Deswegen bin ich beim Standardmotor geblieben, der zudem auch richtig geil klingt. Das muss man mal sagen. Hab einen Vollaufbau gemacht, bin jetzt bei knapp über 1.000 PS, Allrad drin, wie sich das gehört. Also muss sagen, heutzutage, Ken Block hat es vorgemacht. Und mal gucken. Also ich glaube, wenn ich das heute so mitgehört habe, zähle ich, glaube ich, auch zum engeren Favoritenkreis, zumindest was die Power angeht. Hey, Andi gewinnt. So, ja, dann kommen wir aber zum absoluten Highlight, zum Batmobil, vom neuen Batman-Film, nämlich Baby Isetta. Andi, hau raus, was hast du gezogen? Hallo. Ja, dann die war da schon mal am Start hinten, wenn man schaut. Ja. Also Batmobil-like. Erster Wheelspin 7.000. Zweiter Wheelspin einen am Ford GT Horizon Edition vorbei.
dieses wunderschöne Prachtexemplar von bayerischer Motor. Ja, und dann dachte ich mir, wenn ich dritter Wheels bin, vielleicht gibt's noch mal Geld, damit ich vielleicht wenigstens mal aufbauen kann. Ja, am Arschlecken waren wieder 7000. Alter. Also das ist ziemlich so das Schlechteste, was man ziehen kann. Ja, das Schlechteste eigentlich sogar. Vielleicht so Randinformationen zu meinem Auto, Leistungsdaten, 21 kW. Wie gehört. Aber hey Andi, du kannst immer jetzt sagen, du fährst BMW. 0,3 Liter Hubraum. Also Autobahntest, dann ist die Folge vorbei. Und bei 120 ist Schluss. Andi, tröste dich, die GT Horizon Edition wäre eh schon gesperrt gewesen. Ich muss so. Ja, aber der hätte dafür Geld für gekriegt. Ja, ganz kurz auch noch. Ich hab's vergessen. Vielleicht wär's. Okay. Ach ja, genau. Okay. Wenn ich das Getriebe nicht eingebaut hätte, wäre ich immer noch bei D100. Krass. Andi, wir schätzen rein in meine Werte. Gut. So, ich würde sagen, wir sind ungefähr bei einer halben Stunde. Das heißt, die nächste halbe Stunde werden wir jetzt ein bisschen Action haben. Zufallsgenerator sucht einfach aus. Ich habe den Zufallsgenerator jetzt auch so eingestellt. Das heißt, wenn wir jetzt eine Kategorie schon mal haben, die fliegt dann komplett raus. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel infiziert spielen, was Andi bestimmt jetzt auch noch richtig Bock drauf hat, dann spielen wir jetzt definitiv nur einmal heute. Das heißt, wir werden auf jeden Fall Abwechslung haben. Und deswegen ziehe ich einfach das Erste. Und das Erste, was wir machen werden, ist tatsächlich ein Minispiel. Allerdings nicht infiziert, sondern Flaggenjagd. Oh Gott, ich würde sagen, wir bleiben einfach hier vor Ort. Und machen einfach mal... Muss ich wirklich antreten? Und dann machen wir einfach jetzt hier, ich würde sagen, bei Flaggenjagd machen wir so eher das, ich weiß nicht, 12 Leute können wir, das, nee, das Kleine ist zu klein, ich würde sagen, wir machen das mittlere Gebiet, das ist, glaube ich, bei Flaggenjagd ganz gut. Da fahren wir mal, das ist hier drüben. Weich wie Butter ist ich habe immerhin noch ein V8 in mein grünes Jeep reingebracht. Ich hab auch ein V8 reingebracht. Ja, wenn richtig, dann richtig. Ja, ich habe gedacht, ein Zylinder reicht. Muss ja auch an die Umwelt denken. So, dann Flaggenjagd. Ich bin infiziert, pass auf. So, jetzt muss ich erstmal einstellen. Anything goes. Open class. Ach ja, meine Lackierung hat natürlich auch Sinn. Ich habe nämlich den Lack abgeschabt, damit dass ich nochmal ein bisschen leichter werde. Achso. Na leider ist er mir das dann gerostet. Das müsste alles passen. Gut, okay, Blaupass erstellen, jawohl. Und die auswählen und los geht's. Und gleich sehen auch die Zuschauer wieder ein bisschen was, weil es gerade extrem dunkel. Mein Renderprogramm freut's, die Zuschauer nicht. Da wird die Datei immer schön klein. Ja, schwarz ist halt tatsächlich am einfachsten für das Renderprogramm. Weiß ist dafür der Ton. Und auch das richtige Auto. Nicht, dass du die Setter übersiehst. Ey, ich habe einen Bremsenwert von 8,4. Immerhin? Okay, was? 8,4, ich glaub, besser wie ich. Im Bremstest wird Andi, glaub ich, gewinnen. Ja, weil er aber gar nicht so hoch kommt. Ja, der fährt ja, also, 80. Da müssen wir uns auf 30 km/h also einigen. Den ersten Schock hatte ich ja, als mir dann bei der Getriebeeinstellung angezeigt wurde, dass mehr wie 70 nicht drin sind. Aber ich hab's auch nicht geschafft. Aber guck mal, wie eng die Supra, mein Mustang und der F12 ist vom Leistungsindex. Das ist echt krass. Gerade mal 5 Punkte auseinander. Ja, genau. Gut, ich habe auch keinen Allrad im Ferrari. Keinen? Das könnte natürlich gerade in so einem Spiel hier entscheiden. Witzig, ich hat nicht mehr reingepasst vom BG. Boah, das braucht doch kein Gas geben hier. Wer braucht Allrad? Da checkt er mich da vorne einfach ab. So, ich bin schon einmal umgefallen. Bam! Hier ist schon Schluss. Nein! Ray, nee, so nicht, mein Freund, so nicht. Ach komm, Mann. Nein! Aber halt nicht an. Wer hat das Flugzeug hingestellt? Oh fuck. Alter, danke. Ein bisschen auf Dach. Oh mein Gott, da springen sie über mich. Was? Oh Gott. Werde ich auch meine Flagge bekommen oder nicht? Ja, Kubi. Kommt vielleicht schon, aber. Oh. Ah, jetzt glaubt er. Alter. Das war eigentlich jetzt keine Absicht. Ich bin, glaube ich, eher in mich reingefahren, aber ich nehme sie gern an. Ich wollte sie gerade glauben. Ich habe meine geknappt. Ach komm, dann ärgert sich den Hälzen. Jetzt geh weg. Ich hab nur Wheels, das ist unnormal. Oh fuck.
Alter, ich hab zwei Ehrenwerfen drin, oder was? Toll. Nein, nein! Gas! 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 Hey, Sucuk, hey! Servus! Das Problem ist, im ersten Gang haben wir zu viel Leistung. Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein hier. Warum stellt euch an? Zum zweiten Mal. Denkt doch mal alle an Andi. Ja. Die Arme, die Arme, die setzt zwischen den ganzen. Die Essender wird nicht so viel wie es mit Arme. Alter! Komm, wir schieben sie mal noch an. Oh. Da gibt es auch keinen Grund, sich zu beschweren. Was? Ja, ja, ja. Nein! Ja. Hey, der kleine Abstauber hier. Boah! Du hast mich nicht berührt! Du hast mich nicht berührt, das ist doch lächerlich! Ich hasse das Spiel! Jedes Mal dasselbe, ihr berührt mich! Okay, was soll denn die Kacke jetzt? Ja, nee. Das hätte ich wunderbar abstauben können und du rammst mich einfach weg. Ich hasse dich! Ich hasse das Spiel! Ey, geh doch mal weg! Gott, wieso stehen hier so viele? Weil sie wieder vor den Punkten rumgammeln. Nein! Sorry, Andi. Einfach mal mit ein bisschen mehr Speed da durch. Ja, komm, kriegst du ihn zurück. Nein, du Nutzer! Was? Komm her! Hey, ich dreh mich! Nein, ich bin nicht einer reingefallen! Ey, wo ist denn die Puppe da? Hey, ja. Nein! 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 Ich hab ne Flagge! Auto Gangbang oder der Gurke? Komm. Oh nein. Oh nein. Hey, Sucuk, du gibst mir doch sicherlich die blaue Flagge. Niemals. Okay, dann nehme ich mir halt die rote. Also, wie lange geht denn die Runde nein! Noch, Mann? Eineinhalb Stunden. Wow. Eigentlich, ja, ich hab 15 Minuten. Nein! Nein, nee, Mora ist auf! Nein! Oh nein! Oh mein Gott! Nein. Komm! Nein! Komm. Ah. Nein! Oh! Nein! Ja! Diesmal nicht! Boah! Das ist Ghost. Nein! Da ist eine Flagge, Okay, da ist doch keine. Willst du dich verarschen? Oh no. Carsten! Hi! Alter Carsten, als ob du gerade so ein Glück hattest, ey. Ja, nein, das steht da du genau davor. Was ist genau das? Ey, kurz vorm Punkt klaut er mir noch die Flagge. Nein! Marvin, das ist mein Ach, nein! Mein Willis Cheat ist da nicht. Nein! Geh doch weg, Jimmy! Weg da! Jawohl! Nächster Cookie, diesmal nicht! Arsch! Aber die sind alle vor den roten Punkt geworden hier. Das ist der Wahnsinn. Du hast mich schon wieder nicht berührt! Ey, ohne Scheiße! Ich geh weg hier! Nein! Oh. Das gibt's doch nicht! Nein, ich hab's nicht! Das ist lächerlich, sowas fuck doch nicht! Ja! Ich hab mich seine Pistole vorbereitet, vielleicht nicht. Ich lieg vor der Flagge auf dem Dach und er killt mich einfach weg. Ach komm, leck mich doch am Arsch! Komm! Nein! Also, das finde ich echt, also bei meiner Aufnahme sieht man das richtig gut. Mir wurde zweimal die Flagge geklaut, obwohl keine Berührung stattgefunden hat. Immerhin, ich bin Letzter. Ja, das ist halt die liebe Synchro wieder. Ich bin Vierter, das ist doch angenehm. Scheiße, sowas. Schau mal, Andi, du hast aber Glückwunsch an Vorsackert, der hat das geschickt gemacht, das muss man ihm schon lassen. Auch wenn er einmal zu Unrecht mir die Flagge genommen hat. Das eine Mal bin ich einfach weiter auf die ganze Zeit mit Ferrari. Vorhin, ich hab dir gerade die Flagge geklaut und dann bin ich nicht, hab ich die abgegeben und danach bin ich direkt auf der roten Flagge drauf gelandet, weil er auf dem Dach lag. Ja, manchmal, ja, bei dem Spiel ist auch Glück natürlich wichtig, aber. Ich hasse mein Auto. Ja, die Kollisionsabfrage war jetzt echt gerade spooky wie, ne? VIP Wheels bin! Ja. Hat ja gut, hat jetzt kommt es ja was Gutes. Ja. Fakt auf jeden Fall. 50.000. Geh doch weg jetzt. Bei mir steht einfach immer noch X. Andi, jetzt kommt infiziert für dich, X. Oh, nein, wir machen einen Rundkursrennen. Ja, voll, da ist er stark. Mein Auto. So, also ich werde einfach mal einen Raum. Wir können Stadt oder Regenwald für dich. Stadt. Regenwald. Lass doch einfach den Sieger aussuchen, Forsakert. Stadtland. Ich wäre für Stadt. Okay. Dann suche ich aber die Strecke aus.
Ah, ich weiß, was wir fahren. Will dein TDF dich noch, nicht noch mehr Chancen geben, ey? Ja, macht einfach eine Schnellreise zu mir. Ist die eine der südlicheren Rundkursstrecken, müsste das sein. Hab ich auf den Namen nicht geachtet. Das ist eine der südlicheren. Was ja, südlich? Südlich von Server's Paradise halt, sorry. Südstadt. Südstadt, genau. Andi, unsere Strecke, ja, du hast zwar ein scheiß Auto, aber... Gut. Ja, so, komm, ich werde trotzdem Dritter. Ja, hier auf der Strecke musst du es fast. Aber du, Andi, mein Angebot steht für nur. Kannst du ruhig hinten bei mir rein? ich hab gar nicht so geil, dass der Kopf, der oben rausguckt, Alter. Leute. Alter, was habt ihr mit meinem Kopf angestellt? Hallo. Was ich glaub, das ist total, Kopf? Wenn man 2 Meter ist und trotzdem Sportwagen fahren will, dann muss man halt den Kopf aus dem Dach rausstrecken, ja. Ja, okay, der GMC, der bringt jetzt alles weg, Alter. GMC fahr weg. Cookie liegt im Kofferraum hin. Hast du gesehen? Ach, wir schubsen hier schon wieder. Ich? Ach du, der Isetta, hallo. Der Isetta. Alter. Ab. Du hast keine Chance gegen mich, Straßenbahn. Oh. Andi, Alter. Was hast du denn für eine Panzer-Isetta, Alter? Aua. Ja, das ganze Geld hat er in Panzerglas investiert. Genau. Bitte Kollision an, mein Auto. Ich starte als Erster, danke. Kollision an oder? Ein oder bei ein. Uns? Ein. Ja. Bei Wii ist wieder ein. Aber 850 PS in so ein Willys Jeep, das hat auch irgendwie was. Ja, das ist bestimmt ja, super gut geht auf. Geht zwar geradeaus, aber nicht in Kurven, das ist das Problem bei den Dingen. Ja, also ich finde 30 PS auch nicht schlecht. Ja. Komm, ja. Ich hab halt das Auto überhaupt nicht abgestimmt bekommen, weil es. Ich meine, das sind nicht mal 30. Die Gewichtsverteilung ist bei mir ideal. Also, ich beschwere mich heute mal nicht. Außer, dass meine Kollisionsabfrage scheiße ist, aber sonst. Ja, gut, das ist natürlich, klar in Forza Horizon. Ja. Aber bei dem war es jetzt, finde ich, extrem. Also, sonst war es meistens ein bisschen knapp, wo ich jetzt gesagt hätte, okay, könnte einfach durch einen Netcode sein. Okay, aber bei dem letzten jetzt Mal fand ich schon echt extrem. Bei den beiden Mal, wo ich dir die Flagge weggenommen habe, da habe ich dich noch gerade so erwischt. Also wirklich am letzten Zipfel der 6. Ja, gut, der Diffusor ist auch gerade nicht gerade klein bei dem Gerät. Ich weiß nicht, vielleicht werden die Abgase von dem Gerät auch noch als Kollision. Dann können die 3 Meter Flamme da hinten raus vielleicht. Tu mir bitte den Gefallen, nimm irgendein Thumbnail mit dem Auto, was ein Batmobil-Design hat, und schreib in die Folge: Batman ist hier. Nochmal mit, ich soll ein Batman-Design aufs Thumbnail packen oder was? Ja, und dann als Titel: Batman ist hier oder sowas in der Art. Ja, schauen wir mal. Vielleicht auch einfach Mann, das Lospech schlägt zu oder so. Alter, wie das gleich mal instant losgeht hier. Oh, shit. Alter, Jeep. Adi. Okay, ich merke gerade, Bandsteine mag das auch nicht so. Der 5. Gang ist viel zu lang übersetzt. Ja, komm, den holst du vorne runter. Ja, Leute, lenkt Alter! Irgendwie wird das nicht viel schneller. Nee. Oh Gott. Soll ich bremsen? Ne, ich bremse mal. Ich hab's ja immer noch so krass auf dem Heck, aber ich hab das schon festgestellt eigentlich. Was tut schon? Scheiße, Kontrollpunkt verpasst. Du hältst mich voll auf. Ja, komm, nicht durch das Halten rein. Ah. Rum. Also das Ziel des Siegers muss sein, die Isetta zu überwinden. Ich wusste, wo ich... Alter Marvin. Ja, hallo. Sonst, das ist die neue. Okay, das ist die Bedingung. Ja, wenn die Isetta es schafft, nicht überrundet zu werden, dann gewinnt sie das Rennen. Ja, bisschen fair alles muss klar. Sein. Der konnte was. Ja. Super. Zu ihrem aber ich glaube, es wird schwierig. Also Räder musst du jetzt Isetta holen, ne? Ja, ich glaube, ich gewinne aber nicht. Ja, meine Bremsen sind extrem schlecht. Oh Mann, ja, das war auch nicht gut. Der schmeißt sich vor euch alle. Mir fehlt einfach ein bisschen die Kurvenspeed. Oh. Ja, die fehlt mir auch, aber ich versuche es einfach durch die extreme Beschleunigung wieder wegzumachen. Ja. Ja, die fehlt dem Lotus auch ein bisschen. Ich sehe halt die ganze Zeit wieder halb quer und kommt der mit seinem Allradteil da. Jetzt kommt der Boost, jetzt. Also ich glaube, es wird echt knapp. Also ich glaube nicht, dass ich an die unbedingt. Also ich habe halt eine 1,34. Ja, ich habe eine 59 gefahren. Okay, dann müsste es ganz knapp eigentlich reichen. Ganz knapp reichen. Also du machst jetzt Fahrt. Oh, toll, ich Stück. Ja, jetzt bin ich eine 55,9. Nein! Ach, das ist ja hier neben mir. Sag mir das doch bitte. Ja, wenn du schon statt Ziel bist. Ich bin in meiner Trance.
Vorne fährt sogar schon ein Fahrzeug. Ja, das sind wir beide. Ja, Andis Motor, das wird halt gut verpasst. Achso, der GMC ist ja auch eigentlich so ein armer Kopf. Das ist ja armer Kopf. Oh, das ist die beste. Nein, schieb. Schieb. Nee, du. Also krass hoch, geil, du hättest aus deiner Super eigentlich mehr rausholen sollen als wieder den dritten Platz. Überleg mal, hinter dir fährt ein Willis Jeep. Was? Mit Schaufel. Also weißt du, ich gucke hier auch richtig nochmal nach, tritt. Hättest du schon mehr rausholen, weil... Ja, hey, ich bin nicht so richtig in den Kurven jetzt hier. Och, komm schon wieder, Checkpoint verpasst, ernster. Ach, genau. Ah. Ja, vor allem diese letzte Kurve ist hier so... Nein! Also ich kann die letzte Kurve fast voll fahren. Also vor mir ist der Fernrad schien vor. Oh! War schon vorbei, es ging aber schnell. Oh! Ob ich das noch ins Ziel schaffe. Na los, beschleunige! Ja! Dritter! Nein! Der Willis Jeep schlägt mit seinem aufgebauten V8 800 PS Motor einfach mal zu! Genau! Meine Gewichtsverteilung müsste ja mega sein. Wir haben doch keine Tonne, oder? Oh nein, DNF geht gar nicht. Komm schon. Erster Platz. Ich hab das gestellt. Nein! Aber Isetta schlägt den Team Z, ja? Muss man ja gut, ich hab ihn angeschoben. Habt ihr jetzt überrundet, Ray? Ja, das Podium? Nee, ich hab's nicht geschafft. Ich glaube, dadurch hat Isetta jetzt gewonnen. Wissen, wie es wirklich war. So. Also wir sind ja wie in der Formel 1, wir fälschen den Videobeweis. Okay, jetzt wird es eine ähnliche Disziplin geben, nur diesmal wird ein bisschen Dreck dabei sein. Wir fahren Crip Rennen. Oh Gott. Ja, perfekt. Jawohl, da ist er halt so weich wie meine Fandi, das passt doch super, Chance. Dann merkt man nicht mehr, wie dreckig, wie rostig mein wildes Jeep ist. Oh. Im Outback eher oder woanders? Outback. Was ich da durch? Ja, Outback, ja, würde ich auch sagen. Das ist unsichtbare Mann-Scheiße. Dann gucke ich mal eins, wo vielleicht ein bisschen ein paar mehr Kurven hat. Ja, aber das ist doch geil, bei der Mine ist doch eigentlich ganz geil, ist ja verwurstet. Boah, das ist kacke. Nix kacke, da kann man so geil springen und wenn man es nicht richtig drauf hat, dann springt man nicht mehr. Oh ja, springen im Ventura. Wo ist die Mine? Andi, mal schauen. Wo ist die Mine? Ich glaube, Andi hat so viel Downforce reingebaut, der hebt nicht mal ab. Okay, ich weiß. Ja, die Fahrerin ist halt fertig. Ja, ganz links im Essen. So, jetzt bin ich mal gespannt, wenn jetzt Cookie wiederkommt, ob wir diesen geilen. Geiles Heck hat mein Dart. Ja, sieht eigentlich echt geil aus, muss man schon sagen. Wenn es jetzt von der Farbe passen würde. Also. Die ist ja dafür einfach raus, bis nicht drin ist. Aber. Ich bin gespannt, wie die Konstellation jetzt aussieht. Ja, es kommt drauf an, ob der. Jetzt pass auf. Oh, jetzt muss hier jemand zerstören. Andi, der Spielverderber wieder. Ich wurde vom F12 abgeschoben. Ja, das sieht nicht so cool aus. Und der GMC kam so schnell, der ist scheiße. GMC war weg. Nein! So, ich erstelle gerade mal schnell. Setterball, ab geht's. Geschwindigkeitsrekord. Anything goes, open class. Achso, warte, ich muss das warten. So, jetzt, open class. Das Geile ist, ich werde nicht mehr nass, wenn ich in die Pfütze reinfahre. Ich habe kein Wasser in den Fußraum. Ich werde aus der Pfütze nicht mehr raus, komme ich so ab. Wisst ihr, was wir jetzt mal machen? Wir machen mal was anderes, passt mal auf. Jetzt kommt. 10 Runden. Rennen. Let's go. Team Rennen. Ja, 24 Runden, Stunden. Boom. Stunden. Okay. Hier für einen Stau auf der Straße. Das interessiert ihn halt gar nicht, dass ich dagegen fahre. So. Wo ist die Isetta? Ich ziele, ich schieße. Oh komm. Mauer. Wir haben jetzt mal was schwer gemacht. Wahrscheinlich Nacht und ein starker Regen oder sowas. Blizzard, Mann. Blizzard. Blizzard in der Wüste. Blizzard. Ja, wenn es geben würde, würde ich schon feiern irgendwie. Man könnte ja mal eine Wheels Edition in Blizzard Mountain machen. Ja, wurde auch schon vorgeschlagen, werden wir auch mal tun. Das wäre mal geil, genau. Bisschen zum Abkühlen. Hot Wheels und so Andi CC Setter. Oh, Teams fahren wir. Oh. Oh. Ah, Ray ist bei mir. Oh, warte. Das falsche Team erwischt. Ja, okay, Supra und so. Also nein. Okay, ich hab das Isetta Team. Ich hab Ray's mit dem Team. Aber jetzt gucken wir mal, das heißt nichts. Mit dem Ventura kannst Position ist an, ne? Ja, Mann. Die Isetta, wie ich gleich rammen will. Aber gar nicht so schnell nach links lenken kann, wie ich schon dran vorbei. Das war rechts und nicht links. Ich ja. Ja. F12 auf zu rammen, Alter. Was Entschuldigung, du bist halt von links gekommen. Kein Problem. Hast du den Checkmann verpasst? Ja, ich hab ihn F12 mit drin, Leute.
Komm, wir schaffen das. Wieder Ray einfach mal auf der Geraden einfach mal entstehen. Felze! Ey, ich hab über 1000 PS, aber die Supra dürfte auch über 1000 haben, oder? Der Lotus nicht. Ja, ungefähr. Der Supra auch. Oh, die Kurve! Ich hab die Kurve. Oh, Alter! Da kommen sie... Da kommen sie... Ey, ihr wollt mich gefangen. In der Kurve kommen sie einfach mal alle so... Als würde man parken vorbeigeflogen. Wow, Joke, was machst du hier? Ist das ein Crash-Derby oder was? Scheiße. Nein! Bei Teamrennen bricht es bei manchen ein bisschen aus, glaube ich. Das Rammen. Da hast du nicht ran, das ist ein selbes Team, ne? Haha, ja, ich versuch's ja voll, Mann. Ich hab mich einfach mal versucht, aus allem rauszuhalten, wenn ich schnell so ein Fahrzeug. Ich halte den Erics 8 hinter mir. Ich weiß, ich will nicht abschießen. Oh, nicht! Die Kurve gehe ich irgendwie nicht hin. Ich hab dich jetzt rückkassiert, Leute. Hast du jetzt einen Checkpoint verpasst, Marvin? Ey! Oh Mensch! Du musst nach hinten ziehen, du hast jetzt einen Checkpoint vorbeigedrückt. Was? Wenn du dich von hinten anschleichst. Ah! Na, schau doch, Ray, auf dem Team kannst du dich verlassen. Boah, ich dreh mich. Ja, scheiße. Blau gewinnt gerade. Mein Team gewinnt hier. Warte, ich fahr's. Leute, schenk ich mal an, warum kackt ihr so ab? Wir haben eigentlich die auf dem Blatt die besseren Fahrzeuge. Ja, hier, ich frag mich ganz, was bist du mein Ventura-Fahrer? Du, Ray, wie ist es auch so? Ja, gut, der hat halt kein Allrad angebaut. Das ist schon ein großer Nachteil auf so einer Strecke. Nein, gut, du! Wie ist es auch bei Browser-Kadett? Man kann die besten Karten haben, wenn man sie nicht richtig einsetzt. Die blauen schießen sich selber ab da vorne. Ja, das ist gut. Ich bin gerade auf. Wir liegen wieder vorne, das ist spannend. Ja, ja. Ja, Micha, Alter, übertreibe noch mehr. Ups. Ich baue einen Unfall und weiche dadurch an die aus. Leck mich. Ah, bist du dabei. Alter, wieder einfach mal nach dem Sprung. Einfach nur. Fall mir einfach hin. Was war da? Holt ihn euch. Aber nicht mich. Was für ein Monster das ist, wenn man das voll aufbaut, ey. Ist der Hammer. So, jetzt bin ich gespannt, ob es reicht. Leute, wir müssen noch mal... Oh, ja, boah! Gib alles! Nein, es reicht nicht. Oh! Ja, Mann. Kommt der Vorsack hat noch in der... ...der letzten Kurve noch hinten durch. Ich wurde in einer Kurve von einem Teamkameraden... So geil. Ich wurde in einer Kurve von einem Teamkameraden rausgeschoben. Das war los, Gucki. Aber heute... Rotes Team hat gewonnen, das ist gut. Ja, das ist scheiße. Was sagt überhaupt der Ich sag doch mal auf mein Team ist Verlass. Moritz. Ich hasse. Ja. Ich hasse den Hackantrieb bei dem. Benzer ist B und ist zwei Plätze vor dir. Schäm dich mal. Ja, das ist das ist mal Teammotivation. Spür die Rache des Venturas. Aber meine taktische Frage, wie kann man eigentlich bei Forza Horizon 3 die Blitzreise freischalten? Ja, nee, ne? Findest du geil. Alle Schilder, oder? Fähigkeiten. Nee, du musst bei den Fähigkeiten, gibt's irgendwo eine Fähigkeit, wo man das dann freischaltet eigentlich. Okay. Oh, so knapp, Anna! Oh, 100, ja, 100.000, jetzt zieh ich die 100.000. Ich hab BSC Mono gewonnen, kann ich den verwenden? Nee. Das geht leider nicht. Oh. Gut, ich los mal weiter aus. Oh, jetzt wird's interessant und da werde ich, glaube ich, verkacken. Und zwar, wir haben eine Drift-Zone. Ja, oh, nee. Ja! Das Einzige, was man Andi gewinnt dort. So, der Ballrad kann ich nicht. Jetzt ist die Frage, welche ich habe genügend Leistung. Oh, sorry, Justin. Ich glaube, wir nehmen die vom letzten Mal, die fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ui, ich werde verfolgt. Wir starten einfach hier wieder. Wo ist die? Beim Damm. In der Nähe, so knapp beim Yara-Festival unten drunter. Also da starten wir halt. Nicht da ist die. In der Nähe, knapp beim Yara-Festival. Wo bist du? Wo bist du? Oder wir fahren direkt zum Damm. Ich bin ein bisschen zu weit weg. Beim Damm starten wir. Letztes Mal schon gemacht. Wo ist denn deine Dampfzone? Da bin ich mich auch gerade. Sind wir die Blitzerzone gefahren? War da nicht gefahren? Eine? Das ist eine Blitzerzone. Sorry. Das Blitzerzone. Ja. Da weiter hoch ist eine. Ja, weiter, dann machen wir die da oben. Genau. Nee, wenn man die da oben in der Kreuzung da starten war, komm. Hopp, zack. Was, wo, hä? Wo?
Ja, ja, guckt ihr nicht auf meinen Monitor oder was? Nein! Ich schwöre euch, jeder Zuschauer hat gesehen, wo ich bin. Und nur ihr nicht, ihr Labor. Ich seh viele verschiedene Punkte überall auf der Karte. Jetzt, ach, da, ich stehe jetzt. Da an der Kreuzung. Beim Sägewerk. Ich komme schon, ich tue das dein Dach. Ich hab die größte Außenspiegel der Welt, fällt mir gerade auf. Ich hab den dicksten Schädel. Okay, zieh mal Kopf ein. Ja, dass du einen dicksten Schädel hast. Na schau, sag ich doch, ich hab den dicksten Schädel. Ray, die könnt's doch nicht kleiner machen, hey. Hey, Gugi, deine Sitz sah so. Ja, weißt du, Rückzug brauch ja eigentlich drin, nicht. Ich fahr ja eh mal nur hinterher. Ah, ne, halt, heute nicht. Bin gleich da. Oh, Leute, ich fang an. Ja, fang schon mal an. Ich mach mal die Gruppenroute da einfach schon mal hin, dass er nicht die falsche anfährt oder so. Ups, sorry. Hilfe! So. Ey, der Pferd möchte den Rückwärtsgang mitmachen. Ja. Fangen wir einfach hier an, wo die Dinglinie hier anfängt. Oder so. Kann ich da stehen bleiben? Ja, kannst auch von da anfangen. Kannst auch schon mal losfahren. Du siehst aber viel durch den Rückspiegel, oder? Braucht er nicht. Ich fahr eh hinterher. Selbst Forza Kart hat größere Rückspiegel, ey. Hammerhart. Der Audi hinter mir hat gar keine Felgen. Alter, was ist mit der Rückspiegel passiert? Die sind geil. Ich brauch gar nicht so große. Reicht vollkommen aus. Ich find es ästhetisch. Pack mal die von dem Vendura dran. Das wird auch geil aussehen, ja. Ja, komm, fahrt los, oder? Also nächstes langsam oder so. Komm, Vendura, jetzt fahren sie alle. Yo. Sorry. Ich weiß halt nicht, wie verlaufen die Zone. Das ist so eine links, rechts. Okay, das ist eine relativ kurze Zone, ne? Relativ, naja, gar nicht mal. Nicht? Geht ja ungefähr bis dahin, wo Hotcut. Boah, 27 Punkte! Ja, aber du bist da oben an die Kreuzung, ungefähr müsste die gehen, ja. Okay. Das ist ein ganzes Stück. Komm, ich will heute mal der Letzte sein, sonst bin ich meistens einer der Ersten. Alter, das war so schlecht. Das hat ziemlich lang gezogen. Ich fahr jetzt vorletztes dann. Ja, da kannst du jetzt mit dem Heckantrieb punkten, vielleicht. Ja. Oh, ich dreh mich weg. Dann fahr ich jetzt. Aber Supra hat vorher schon die ganze Zeit gedriftet wie ein Weltmeister. Er hat schon mal Erfahrungsvorteil. Aber es von euch hat niemand auf dem Drift-Setup heute gepredicted. Doch, nein. Ja, gut, klar, aber ich sehe, da macht das auch Sinn, ja. Ich glaube, ich traue sogar Andi zu, dass er ein paar Punkte gemacht hat. Ja, Andi traue ich auch zu, der kann ja nicht driften in Horizon. So. Naja, geht schon. Sucho Kopf. Go. Also ich hab's mir schlechter vorgestellt. Aber mit Handbremse geht da schon was. Au. Wow. Entschuldigung. Krass hoch 3, das war schon mal ein echt krasser Start. Ich hab's auch gedacht. Oh, also ich hätte weniger vermutet. Wow. Au, ich hänge im Baum. Das wird nichts, wenn du so weiterfährst. Ey, ich sehe das auch so. Du musst den Asphalt zum Glück. Ich hab gar keine Ahnung, wie das Auto quer fährt. Alter, Andi, hast du einen Turbolader da drin? Aubi, das wird nix. Das wird nicht gar nix. Nee, das wird wirklich nix. Komm schon, halt deine Busse hier, Kiste. Super kann das. Ja, ich muss rausrutschen. Oh, das war schlecht. Oh, das war richtig schlecht. Ich glaube, du siehst sogar mit einer der besten Karten hab. So, wir machen. Mein Rekord ist doppelt so hoch fast wie das, was ich jetzt hier gerade abgezogen habe. Ja, wir machen das einfach so ganz einfach. Wer hat 100.000 ungefähr? 10.000 bin ich drunter. Also ich sag einfach mal den Wert, den ich sage, wer da drüber ist. Wer ist über 90.000? Ich. Echt? Ja. Und zwar 91.824. Alter, ja okay, dann können wir dann weitermachen. Krass, shit, ey. Der Willis, ey. Ja gut, ist halt leicht, ne, der geht gut quer. Ja, nee, ich leicht, echt 850 PS. 8000 mehr wie ich. Ich hatte 34.000. Nein, ich okay. Sogar. Das ist 34.000, ey, Respekt, ey. Leck mich, aber ich war echt schlecht. Da komm ich durch. 49.000. Ja, jetzt 64. Ja, es war richtig schlecht von mir. Aber ich bin auch zu vorsichtig rein, weil ich Angst hatte, das Auto wegzudrehen oder so. Was eigentlich unbegründet war, weil das Ding untersteuert eigentlich eher wie unser. Aua. Egal. Ich hab den letzten mit 18, also. Nee. Willst du wissen, was ich hab? 15.900. Oh.
Da war ich schon noch. So, wir kommen zur letzten Disziplin heute und wir machen. Außenspiegelvergleich. Ja, Mann. Moment. Der kleinste gewinnt oder der größte? Der hat Kugel verloren. Ich hab noch einen. Ich wollte gerade sagen, der am wenigsten hat, hat gewonnen. Nee, der den größten. Ich hab generell nur einen Spiegel. Ray sagt nichts, ich hab Angst. Ja, weil ich gerade suche. Achso. Und Andy fährt weg. Okay, dann machen wir einfach das. Ja, dann portet mich euch einfach mal zu mir. Okay, wir porten dich zu mir. Mich zu mir, was? Ja, wo bist du denn? Ich weiß es nicht, irgendwo in der Pampa, weil wir fahren jetzt irgendwie durch die Pampa. Bei Yara Brücke. Wer will einrennen? Yara Brücke. Oh Gott, wer will da? Oh mein Gott. Oh nein. Oh Gott. Jawoll. Das geht aber noch eigentlich. Wer will ein? Ich hab einen leichten Willis-Jeep. Ich glaube, ich habe gute Chancen. Andi, wir vorher schon Sandtuch. Da ist er! Keine Challenge, die ich auch hier. Da ist der Kopf wieder am Start, ey. Aber ich schau nur bis zur Nase raus. Hä, wo? Wow, was war das? Was war that? Das war der. Da hat jemand schon mal sein Lowrider-Fahrwerk ausgefahren, ey. Da hätte ich ganz gerne eine Einladung, bitte. Andi möchte eingeladen werden. Ich muss nicht mitfahren, das muss ich nicht sagen. Das ist die einzige große Chance, wo du gewinnen kannst, hallo. Wo ist er denn? Lädt jemand ihn gerade ein, oder? Ja, bin dabei. Supi! Also ich war halt schon mal vor dem 12 eine halbe Runde. So schlecht ist dieser da scheinbar doch nicht. Da ist er. Andi, hast eine Einladung. Andi, du warst beim Driften auch nicht letzter. Also so schlecht ist die Setter nicht. Da ist der Ventura ja schon schlechter. Yara Valley. Ich meine besser natürlich. Ja, beim Ventura hätte ich halt Platzangst. Die Setter ist halt schon komfortabler im Fußraum. Ja, und man hat natürlich einen Vorteil, man kann immer... Wenn jemand deinen Sarkasmus nicht versteht, der hat echt ein Problem, glaube ich. Das ist Ironie. Das hat nichts mit Sarkasmus zu tun. Der Ferrari, ey. What? Ich hätte ja gerne noch ein Track Race gemacht, aber... Ich auch. Nee, das kommt nicht. Ich glaube, das waren wir einfach. Ja. Scheiße auf den Zufallsgenerator, das machen wir noch am Ende jetzt einfach. Ja. Yay. Wow, das war so predicted, dass der Ferrari gewinnt. Oder? Warte mal. Kann auch sein, dass er mega scheiße baut. Ich glaube nicht, dass der Ferrari das Track Race gewinnt. Ich habe kein Allrad. Das ist der Andi. Ah, Track Race. Der Ferrari hat wahrscheinlich ein kleines Traktionsproblem. Ich auch. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, selbst die Setter kommt besser weg. auf den ersten 30 cm halt. Also ich habe bis 180 Wheelspin, ja. Oh, dann fährt er ja quer. Da würde ich dir als Tipp geben, einfach nicht voll durchdrücken, ja. Könnte helfen. Also auf die ersten 30 cm gewinnt halt die Setter den Tanzvergleich, das ist halt so. So, also, jetzt fahren wir das noch, dann machen wir noch ein Track Race. Das ist ja heute dann etwas eine längere Ausgabe, wenn Googie mal wieder am Start ist, dann können wir das auch machen. Nehmt euch ein Zimmer. Haben wir doch. Haben wir doch. Meinst du, ich nehme einen Garten auf, oder was? Nee, direkt eine ganze Villa. Ray ist gerade im Ostflügel. Nee, im Westflügel. Von hinten starten, ach du Scheiße. Ach, warum starte ich denn schon wieder weit vorne? Ihr bist verehrt an mir vorbei. Ah, der Supra ganz hinten. Ich kann mir vorstellen, dass Ventura, wenn du fahrst, ein bisschen gut. Ah, ich fahr direkt auf die Mitte jetzt. Ja, der Ferrari hier vor mir, der kommt mir aus dem Potter. Ich hab ihn erstmal rumgedrückt. Wie sie hier alle von hinten angeht. Ich hab ein Zwiebeln. Ein bisschen. Oh, ein bisschen. Ein bisschen viel. Nein, Andi, pass auf, dass dein Berg stehen bleibt. Ah, Andi, du schaffst es auch locker ins Ziel. Machst du gar keine Gedanken. Andi, du holst Cookie noch. Ja, check mal vorbei. Nein. Boah, scheiß Baum. Baum.
nein, wo fahr ich hin? Nein, das Ray macht einfach einen Bumpe zu an. Alter! Was macht das für ein Spiel? Ich aber gar nicht mehr. Ich werde einfach, weiß nicht wohin. Nein, oh, fucking Baum, Mann. Also Offroad ist das nicht. Ist aber auch, muss ich sagen, eine der beschissensten Offroad-Strecken im Spiel. Und schon wieder ein Und die musstest du dann auswählen. Ja, war eigentlich keine Absicht. Ich hab gedacht, ich starte mal. Ja. Oh! Jetzt kommen sie hier alle. Kriegst du ein bisschen Schub? Ja. Ich hab nicht mal gemerkt, so, dass ein Widerstand war. Also, ich hab ihn schon gesehen, aber es hat mich auch. Oh, die Supra. Nein. Abgeflogen. Oh, was war hier vor mir? Justin, das war verfehlt, oder? Abgehoben. Guck hier, Alter, ich bin Kilometer vorbeigeflogen, aber ich hab immer verfehlt. Alter, der führt denn da so krass? Sutschuk, alter Latz, ey. Hey, guck hier, bei dem drauf war das da vorbeigesprungen, oder? Nee, ich hab genau noch die Flagge mitgenommen. Da hab ich mich dicht auf Platz 4 vorgearbeitet. Also, ja, bist du eh? Oh nein, 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 nein! Boah, scheiße, Checkpoint verpasst. Ach, er ist 50 kurz. Ach komm schon! Tschalatz. Nein, ich hab gedreht! Nein, natürlich ist er ein Haus! Mein Gott, der kommt da raus! Nein! Oh, Ray, mach Donuts! Ey, ich hab ne Strategie gefunden, wie ich ohne Respin fahren kann. Ich fahr am 7. Gang. Das ist die Macht des untertourigen Fahrers. Oh, was? Wieso hat denn die Kurve einer einen Checkpoint gestellt? Boah. Ich habe das Gefühl, du fährst sehr digital. Vollgas oder gar kein Gas. Ich glaube eher, der Checkpoint wurde in die Kurve gestellt. Ich verstehe, was du alles. Den Eriks 8, den töte ich jetzt. Land, ach, hier geht's lang. Nein, ich bin in der Arme. Das ist unser Offroad-Meister, glaube ich, hier. Komm her. Ich habe einmal den Baum geküsst und einmal vorbeigesprungen. Alter, das gibt's schon wieder. Guck mal, das gibt's doch nicht. Na komm, John, komm doch rein! Also ich schaff's glaube ich nicht ins Ziel. Ja, ich. Oh nicht. Oh nein. Oder? Mhm. Oder ein Ziel könnte knapp werden. Hau ab, Erik, sagt, wir sind alle viel Kraft. Gerade so. An den F12 kriegst du noch. Drei Sekunden waren eigentlich schon abgelaufen, aber hat trotzdem noch gezählt. Andi, ich glaube an dich, beim Drag Race machst du den F12 platt. Also Offroad ist nicht so zu empfehlen. Ey, das war überhaupt nichts. Das war. Eng sind jetzt weiß. Also mein Auto liegt auf Asphalt und wie auf Schotterscheiße. Also mein Auto sieht jetzt zum Glück nur noch dreckig aus, nicht mehr rostig, das ist ja schon mal. Also der Lotus allgemein so auf dem Dreck hat er sich gut fahren lassen. Das Problem war einfach nur die scheiß Bodenwellen. So, also, dann machen wir jetzt noch einen Track Race und dann sind wir eigentlich raus. Ein Track Race. Ja. Ein Track Race. Ja. Das hat er gerade. Entschuldigung. Ein Dreckerrace. Dreck. Das ist das Einzige, wo ich überzeugen kann. So. Alle meinst du, wir schaffen tatsächlich die Isetta in den DNF zu rücken? Das ist eigentlich fast unmöglich, oder? So lange braucht kein Fahrzeug. Das klappt nicht. Zur Not schiebe ich die an. Alter, wobei, das kann ich hinhauen, aber dann, das ist sehr, sehr, sehr knapp. Aber ich glaube, der F12 wird so vom Jeep abgezogen beim Drag Race. Okay. Ja, ich glaube auch. Ja, ich denke mal, der F12 wird halt die Fahrbahn komplett kreuzen. Einmal über alles den einen oder anderen erwischen, ja. Alles klar, Gubi. Ja, bis 180 seit Wheelspin ist halt schon normal. Wollen wir das Wheelspin auch? Aber so heißt ja auch das Format Wheelspin, nicht weil wir Wheelspins drehen, sondern weil wir Fahrzeuge mit Wheelspin. Wow, Schnellreise. Ah, jetzt, ich kann nicht machen. So ich kann nicht andrücken. Ich stecke mit dem Schnellreise. Jetzt verstehe ich. Also, Ray, das hättest du mir sagen müssen vor der Aufnahme. Ach nö, jetzt kann ich gleich mitfahren, weil mir backt. Ja, vielleicht hast du noch Glück. Was, deine Mutter backt einen Kuchen? Nein. Nein. Er backt für uns was. Backi Kuchen. Der backt keine Ahnung, der ist so heiß durch den Wheels, und der hat da kann er drauf backen. Ja, also kann ja sein, also zu der Tageszeit. Ach nee, ich bin nicht reingekommen. Manche essen halt zum Mittag, zumindest wenn man das Video sieht. Ja, stimmt, ich andere backen halt einen Kuchen. Aber keine Hashcakes bitte. Hashcakes. Wie, Ferrari sind wir los? Eine Lust schon mal heute. Also alle rausgehen, weil nicht alle da sind, weil nicht alle schnell genug sind. Ich mach einfach einen. Ach, wir können ruhig ohne den Ferrari fahren. Das fällt nicht auf. Nee. Ist ein bisschen weiter fort für mich. Ray, ich mach einfach schnell. Ich glaube, ich denke. Nein, du machst nichts schnell. Bei dir geht's ewig. Mann. So, Andi fährt das Rennen fertig in 2 Sekunden.
Ja, also eigentlich will ich nur rausgehen, fest, weil ich ja zweitletzter starten muss und ich nicht. Also rausgehen, ja? Ja, 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 ja. Und wer gibt Gas, der Österreicher? Natürlich. Das könnte man jetzt auch falsch verstehen, aber. Was meinst du, wie es ausgeht? Ich wüsste nicht, wo man das falsch versteht. Guck, Guri, Guri geht direkt raus. Guri geht direkt ganz aus dem Spiel raus. Hoppala! Rage. Ist egal, die Folge ist ja eh kurz genug. Rage, Rage. Ein bisschen länger strecken. Der Ferrari sogar, sind sogar gleich also zwei mein Leute Spiel raus. Ist gerade abgestürzt. Ich muss gerade neu starten. Ach komm, ey. Okay, wir machen am Ende der Folge tatsächlich nochmal einen kurzen Cut und dann liefern wir euch das Track Race noch nach. Bis kann euch. Wir sind zurück und jetzt sind alle da, endlich. Und jetzt kommt die finale Schlacht und zwar einmal gerade ausfahren. Mal gucken, wer es schafft, auch wirklich gerade auszufahren und wer nicht. Aber schon mal gut, auf 12 starten. Ganz hinten starten. Ja, zum Glück, ey. Boah. Ich war ja von rechts nach links. Ich bin echt besser weggekommen. Also kurz. Also Start hab ich glaube gewonnen, aber. Nein, du hast gewonnen. Da kommt ein Supra an. Lass mich fahren. Da kommt ein Ferrari. Ja, scheiß Supra. Nein, bleib weg. Nein, ich komme. Oh! Kürzel. Jawohl. Ja! Schade. Leute, wie war das mit dem DNF? Oh, das war aber knapp. du hast ja die Hälfte schon geschafft, das ist okay. Komm, Andi, wir glauben an dich, den GMC kriegst du noch. Leute, oh, wie war das mit der Inaktivität? Quatsch, mit dem DNF. Ja, die wäre geil. Nachbrenner, den Fluxkompensator. Das wird knapp. Krass. Den F im Track Race, das ist Foto für den ich wollte ja nicht angeschoben werden. Krasser Shit. Ja gut, das soll es gewesen sein mit dieser Wheelspin-Ausgabe. Ein paar Minuten länger diesmal, aber ich glaube, das Format gefällt euch ganz gut und war auch wieder mal eine spaßige Runde. Mir hat es auf jeden Fall wirklich viel Spaß gemacht. Gut, ich hatte jetzt diesmal auch ein bisschen Losglück, muss ich sagen. Dennoch, trotzdem hat es Spaß gemacht in der Runde mit den Leuts hier. Und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Also an Cookie, an Andy, Handsome Hooper, Jensimmer, an Fothercut, an Krasshoch 3, an den Pro Game Moritz, Tim, Suchuk und Scarface. Vielen Dank auch an alle, die eingeschaltet haben. Bis zum nächsten Mal bei der nächsten Multiplayer-Ausgabe hier in Forza Horizon 3. Ich würde mich freuen, wenn du da auch wieder mit dabei bist. Wie gesagt, Link zu Cookie, habe ich am Anfang der Folge gesagt, gibt es auch schon. Vielleicht hat der eine oder andere auch parallel, beides sich in parallel geguckt. Ja. Gut, wir sind raus. Vielen Dank. Ciao. 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 Ciao.